Herr Peter, was ist VIAG? VIAG ist die erste volldigitale Säule 3A. Früher waren wir nur rein App-basiert. Mittlerweile kann man uns auch als Web-App auf PC und Tablet nutzen. Mit grossen Kostenvorteilen und Effizienzvorteilen für einen Kunden wie auch für die Bank. Und was ist das Einzigartige daran? Ich meine, es bietet ja viele solche Produkte an. Was ist einzigartig? Ich beschreibe das eigentlich immer als Mosaik. Es gibt eigentlich mehrere Mosaiksteine und für jeden einzelnen Kunden auf unserer Plattform ist es ein anderer Grund, der dann schlussendlich überzeugt, bei uns Kunden zu werden. Für einen ist Digitalisierung, dass er daheim machen kann, 24 Stunden, Samstag, Sonntag, egal wo er ist, in den Ferien, in Australien. Für andere ist es der Investitionspunkt, bereits aber 1 Franken investieren. Das heisst, ich kann sehr einfach mal ausprobieren, ist Wertschriften sparen etwas für ihn. Andere sagen, es ist auch noch toll, dass ich halt höhere Aktiengewichte wählen kann, dass ich entsprechend ein höheres Risikoprofil habe und entsprechend das wirklich ausschöpfen in der Säule 3a. Also es gibt in dem Fall sehr viele verschiedene Gründe, die der Einzelne oder ja, der Kunde im schlussendlich überzeugen. Wir sind natürlich auch sehr gut im Markt etabliert, mittlerweile über einen guten Service, dass wir eben auch den Chat am Oben bedienen oder am Wochenende und so eigentlich weitere Empfehlungen können pushen. Was ist denn jetzt die Strategie für die Zukunft mit VIAG? VIAG soll eigentlich eine Plattform werden für digitale Finanzdienstleistungen. Finanzdienstleistungen beinhaltet für mich zum einen natürlich Bankservices, aber auch Versicherungsdienstleistungen. Also wir können uns gut vorstellen, dass man nebst einer 3A oder einer Freizügigkeitslösung, einem privaten Sparen, vielleicht auch früher oder später mal ein Versicherungsprodukt anbieten. Das muss dann aber wieder der DNA einfach kostengünstig entsprechen, weil sonst machen wir es nicht. Wir meinen nicht einfach Produkte schleudern werden, das ist sicher nicht das Ziel. Andere Banken, sollen sie auf diesen Zug aufspringen? Könnten sie beispielsweise auch VIAG nutzen? Also wir sind grundsätzlich sehr offen, auch mit unserem Partner, der VIAG-Bank, als Investor, dass man mit anderen Banken die Gespräche führt. Wir können uns vorstellen, dass man da so eine White-Labeling-Lösung im Markt anbietet. Für uns ist natürlich schon wichtig, dass die Bank, die mit uns redet, ein gewisses Interesse wirklich an diesem Produkt hat, dass man wirklich auch das aktiv pusht bei den Kunden oder im Markt etabliert, weil was immer ein bisschen das Risiko ist, bei kleineren Banken haben wir dann viel Aufwand für das Projekt, weil jeder will noch ein bisschen mitreden. Und bei Grossbanken ist, die wollen immer gerade alles besitzen. Also sind wir so ein bisschen in der Mitte, haben wir ein bisschen gefangen, dass wir die optimale Größe finden. Ich glaube, es gibt viele Kantonalbanken, die sehr spannend wären, wo die gute Etablierung im Markt haben, im Heimmarkt. Und dann durch die digitale Lösung auch könnten marketingtechnisch punkten. Und von dem her am besten einfach mal kurz das Telefon geben oder das E-Mail schreiben für ein Gespräch. Wir haben jetzt über 11'000 Kunden. Wie ist das Ziel Ende Jahr 2019? Wo wollen wir da stehen? Das ist immer eine relativ gute Frage. Also wir hatten Ursprungszielsetzung gehabt, 10'000 bis 20'000 Kunden in 10 Jahren. Also das haben wir nicht irgendwie in einem Jahr erreichen oder in anderthalb. Darum sind wir sehr glücklich, dass so viele Kunden uns das Vertrauen geschenkt haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir sind extrem glücklich, dass uns Kunden so das Vertrauen schenken und weiterempfehlen. Wenn ich jetzt Prognosen geben müsste, im Moment wartet natürlich ein bisschen weniger schnell, weil es wieder ein saisonales Geschäft, aber ich hoffe schon, dass wir 15'000 Kunden überschritten werden gegen Ende Jahr.